begrüße Sie ganz herzlich mit einem bayerischen Grüß Gott im gelobten Land der großen Kreisstadt Donauwörth. Stadtteil Parkstadt, dem Himmel so nah, wenn Sie so wollen, weil wir 100 Meter höher sind als die Stadt. Ja. Wir können hier in Donauwörth an unserem heutigen Tag sehen, wie Städtebauförderung Gestalt annimmt. Viele Menschen können mit der Städtebauförderung relativ wenig anfangen, deshalb ist ein solches Anschauungsbeispiel ganz gut. Mein Name ist Jörg Fischer, ich bin Bürgermeister und Quartiermanager im Programm Soziale Stadt. Städtebauförderung bedeutet, dass Städte erkennen können, wo Mängel sind in der Sozialstruktur, in der baulichen Struktur und dass man dann über Fördergelder, Programmgelder diese Mängel abstellen kann. Also zum Beispiel hier im Bereich der Parkstadt, der alte Baubestand, der war in die Jahre gekommen. Seit den Anfang der 70er Jahre haben wir diese Bebauung hier und dann musste dringend was geschehen, weil auch das äußere Erscheinungsbild das Image einer Stadt natürlich prägt. Soziale Stadt ist das Programm, für das wir stehen. Und dieses Gebäude, in dem wir uns jetzt gerade befinden, das Haus der Begegnung, war ein Meilenstein in der Entwicklung der Parkstadt. Dann der Platz, den Sie hinter mir sehen, Platz Neue Mitte Parkstadt, ist entstanden. Und all das, was Sie in den baulichen Maßnahmen der Gebäude rund um diesen Platz sehen. Hier in dem Haus haben wir all die Dinge, die jetzt nicht städtebaulich bedingt sind, sondern sozial integrativ. Von Seniorenbetreuung über Sprachkurse, über Kultur, über Angebote von Sport. Aber wir haben auch Foodsharing jetzt hier im Haus als was ganz Neues. So kocht die Parkstadt zum Beispiel regelmäßig. Alles also die Dinge, die die Menschen zusammenführen. Die Gelder kommen zur Hälfte jeweils vom Bund und vom Land. Das heißt, diese Mittel stehen der Kommune zur Verfügung. Und die Entscheidung darüber, wer in welchen Projekten was bekommt, ist für den Fall Donauwörth die Regierung von Schwaben. Wir haben natürlich auch die Bevölkerung, die Mitmenschen hier einbezogen in verschiedenen Arbeitskreisen, um dort auch auszuloten, wo sind Interessen, wer möchte gern was umgesetzt haben. Also die Öffentlichkeit mitnehmen ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir gehen hier in die Kirche rauf. Ich mache Frühshoppen hier oben. Also mir ist es halt wichtig, dass man gut mit den Bürgern hier auskommt und dass alle relativ nett zueinander sind, dass es wie es heute so Feste gibt. Parkstadt, ein großes Projekt, das erwachsen geworden ist und das jetzt in eine nächste Phase kommt. Ich bin gespannt. Ein weiteres Programm ist Stadtumbau. Und dieses Programm Stadtumbau, das betrifft die ehemalige Alfred-Delp-Kaserne. Die Mittel, die da reinfließen, stammen vom Freistaat Bayern und die werden dann eben umgesetzt in ein wirklich urbanes, innovatives Baugebiet. Und das wird eine mehrgeschossige Wohnbebauung sein, sozialer Wohnungsbau, aber natürlich auch Reihenhäuser bis hinein zu individuellen Häusern, die eben im privaten Wohnungsbau geschehen, mit einem wunderschönen Blick ins Lech und Donautal. Uns persönlich hat interessiert, inwieweit auch an die älteren Leute gedacht wird. Die Enkel wohnen in Donauwörth und deshalb wäre es eben schön, wenn man hier oben vielleicht seinen Lebensabend verbringen könnte. Ja, der erste Eindruck ist, dass es ein sehr ambitioniertes Projekt ist und ich finde die Lage wunderschön. Also immer den Mut zur Veränderung haben und auf jeden Fall an die kommunalen Vertreter gehen.